Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge mit Yves, der Geschichtenjägerin. Warum nennt man sie wohl so? Vor langer Zeit kam ein Mädchen zu einem Orakel, von dem gesagt wurde, dass es viele Dinge wisse, und es bat um eine Gunst. Ihr Leben brauchte eine Richtung, also fragte sie das Orakel, was ihrem Dasein ein Ziel geben würde. Nun war das Orakel nicht wirklich böse, aber es war vage und trank auch mal gern einen, wodurch es in vielen Fragen der Beurteilung und Konzentration eher obskur blieb. Seine einzige Antwort auf die Frage des Mädchens war, dass sie die Wahrheit, nach der sie suchte, in einer Geschichte fände, die sie in ihrem Leben hören würde. Das Mädchen ging also und sammelte Geschichten und wusste nicht, welche der tausenden von Geschichten nun die Wahrheit enthielt. Das ist die Gefahr einer dummen Frage und die Weisheit in einer nicht ausgesprochenen Frage. Ja, das stimmt wohl. Tja, was machst du hier? Ich sammle Geschichten und tausche sie mit anderen, die eigene Geschichten haben. Ja, das haben wir in der letzten Folge zu Genüge gemacht. Also erzähl auch du mir deine Sicht auf diesen Ort. Das ist ein Teil der Geschichte von Meister Grace und es liegt nicht an mir, sie zu erzählen. Sie hat gesagt, dass es mir erzählen wird, wenn sie sich dem Ende ihrer Jahre nähert. Und das auch nur, wenn ich schwöre, dass ich sie nie mit jemandem teile. Sie hofft, dass sie mir ihre eigene Geschichte niemals zu erzählen braucht, weil ich zuvor meine eigene Geschichte gefunden und diesen Ort verlassen habe. Ich glaube, sie fürchtet, dass mein Leben auf der Suche nach dieser Geschichte verschwendet wird und dass ich nicht nach dem handle, was ich bereits weiß. Yves seufzt leise. Aber kann man nicht machen. Deine eigene Geschichte? Fragen wir sie noch nach Ravel Rätsel schön aus. Hätte ja fast doch hier hingelangt. Naja, werde ich aber nicht zusammenschneiden. Nee. Die Geschichte von Ravel Rätselschön, dem Kinderschreck, beginnt und endet mit einer Frage. Was kann das Wesen eines Menschen ändern? Ich schaue mir zurzeit Hunter x Hunter ein weiteres Mal an und ich bin gerade bei König Meruem nach der Explosion. Und für alle, die den Anime kennen, sage ich nur ein Wort. Komugi. Viele Male hat sie dieses Rätsel denen aufgegeben, die sich ihr näherten und versuchten, ihr etwas von den seltsamen Magien, die nur sie allein zu besitzen schienen, zu entlocken. Alle versuchten, ihre Frage zu beantworten, aber keinem gelang es. Und stattdessen mussten sie erkennen, dass der Preis für ihre falsche Antwort ein schreckliches Schicksal war. Jedes Mal noch schrecklicher als das des letzten Opfers.
Wenn man von den unterschiedlichen Grauen spräche, denen sie ausgesetzt wären, würde man von Dingen sprechen, aus denen Albträume gemacht sind. Ah je. Yeah. Oh, wie heißt es noch, das Lied? Ich glaube, die drei Prüfungen von Schandmaul. Da geht auch ein Jüngling zu einem, zu einer Magierin, zu einem Orakel und fragt sie, wie er die wahre Liebe finden kann und wie er jede Frau für sich begeistern kann. Und sie sagt ihm drei Dinge, die er finden muss und damit jede Frau glücklich machen kann. Und kurz vor Ende seines Lebens erkennt er all diese drei Dinge und findet sie schlussendlich in sich selbst. Ich verstehe diese Geschichte so. Ravel kannte die Antwort auf diese Frage selbst nicht, doch sie wollte unbedingt eine Antwort haben. Nur das Warum bleibt dabei offen. Warum war das Wesen eines Menschen für eine der grauen Schwestern so wichtig und besonders für eine mit einer solchen Macht wie Ravel? Da dieses Spiel, diese Welt letztendlich doch von Menschen geschaffen wurden und wir Menschlichkeit nur allzu gerne glorifizieren und nicht als das sehen, was es eigentlich bedeutet, nämlich das, was der Mensch mit seinem Urwesen in seinen Handlungen wahrhaft ist, wodurch auch sich Gewalt und Mord und Totschlag weitaus besser und als menschlicher deklarieren lassen als Mitgefühl und Reife und Zusammensein, würde ich sagen, dass sich Ravel diesem Idealbild nach Menschlichkeit gesehnt hat und nicht wusste, wie zu erreichen. Oder denke ich dazu, Meta? Könnte sein. Aber letztendlich ist die Frage darauf wahrscheinlich Komugi. Man sagt, sie habe die Frage der Dame der Schmerzen gestellt. Nicht direkt, sondern sie habe die Frage in Siegel herausgeschrieben und die Dame aufgefordert, sie zu beantworten. Als keine Antwort kam, hat sie schreckliche Magien gewoben, den Käfig zu öffnen und die Wut der Ebenen wie eine Woge hineinfließen zu lassen drohten. Ich revidiere damit meine Antwort vom letzten Mal. Die einzige Antwort, die sie erhielt, war ihre Verbannung. Bis zu diesem Tag gibt niemand die Antwort auf Ravels Frage. Und jetzt gibt es auch niemanden mehr, der danach sucht. Denn Ravel selbst ist weg, an die Ebenen verloren. Vielleicht lautet die Antwort Madoka. Ich habe mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Moment! Das ist noch nicht alles. Auch wenn meine Geschichte mit Ravels Untergang endet, so gibt es doch einige, die behaupten, dass die Hexe noch am Leben ist. Es gibt ja eine stumme Prostituierte, die mal davon erzählt hat. Aber sie spricht nicht mehr. Wenn sie mit dir sprechen würde, könnte sie dir vielleicht noch mehr über Ravel erzählen. Okay, kannst du mir noch sonst was über diese stumme Prostituierte erzählen? Echo? Yves runzelt nachdenklich die Stirn. Ich habe einmal eine Geschichte gehört von einem Mädchen, die das Wort kannte, das, wenn es ausgesprochen würde, das Multiversum zerstören würde. Vielleicht ist das Echo.
Aber frag Dolora. Soweit ich weiß, trifft sie hin und wieder jemanden, der Echo kannte, bevor sie aufgehört hat zu sprechen. Wow. Okay. Ein Wort, das das Multiversum zerstören könnte. Liebe? Okay, also irgendwann müssen wir dann eine Dolora finden, denke ich. Natternzunge. Nennen wir sie Natternzunge. Dieses wild reinblickende Tiefling-Mädchen begegnet deinem Blick mit wütendem, finsterem Blick. Ihr tätowierter Körper ist praktisch nackt. Er wird nur von einem Lederriemen, einem schwarzen BH aus Stoff und Rüstungsschulterpolstern bedeckt, die offensichtlich eher zur Dekoration als zum Schutz dienen. Ihr stacheliges Haar ist ebenso wie das dünne Fell, das ihre ziegenartigen Beine bedeckt, von einem messingartigen Weiß. Zahlreiche Silberringe baumeln an ihren Ohren, Nasenlöchern, Lippen und Augenbrauen. Sie trägt ein Lederhalsband mit der Inschrift Kimaxi Natternzunge um ihren Hals. Sei gegrüßt. Kimaxi zeigt dir die Zähne. Und was genau siehst du dir jetzt an, du verprügelter Schlucker? Mein Freund dachte, du seist attraktiv, aber wow, da hat er sich aber ganz schrecklich geirrt. Halt die Klappe, Mord! Sie lächelt Mord höhnisch an und sieht dann an ihm runter, dahin, wo normalerweise ein Körper wäre. Scharfe Zunge für einen stillosen, toten Büchler. Das reicht jetzt hier zwei. Lassen wir so mal machen. Als ob ich meinen irgendwo hier in der Nähe sehen lassen würde, wenn ich einen hätte. Was hast du das Wort Bordell gehört und gedacht, du könntest hier ein bisschen Klimper machen, du flohgeplagte Gossenhure? Ich kann nicht glauben, dass die dich auch nur zur Tür reinlassen, mit alten Zecken, die aus deinen zottligen Beinen hüpfen. Halt die Klappe, Mord! Zecken? Das einzig ärgerliche Insekt hier bist du! Sie wendet sich plötzlich zu dir zu. Hey, bist du hier, um mit mir zu sprechen, oder was? Oder was? Was kann ich denn sonst noch mit dir tun? Ja, ich hätte ein paar Fragen. Nee, oder was? An was hast du denn gedacht, du saudumme Kieferschüssel? Mach schon, gib mir einen Grund, Nein zu sagen. Oh, was tust du denn in der Regel so für Kunden? Ich praktiziere schlechte Behandlung. Nice! Was soll das heißen? Ich zeig's dir. Ihre Hand schnellt vor, um dir ins Gesicht zu schlagen. Aber du kannst dem Schlag glatt knapp ausweichen. Kimaxi schmollt sichtlich und grinst dann. Ach, was soll's. Sag mal, kannst du Mord beibringen, noch ausfallender zu sein? Will ich das? Ich hätte gedacht, dass ein Halbtier schnellere Reflexe hätte. Ach. Sie zieht ihre Augenbrauen hoch. Ja, das ist wirklich eine ungewöhnliche Bitte. Ich weiß ja nicht, was da... Da kommt mir schon ziemlich großmäulig vor. Kommt mir schon ziemlich großmäulig vor. Kimaxi, Flatterdung, du zottelige, hammelbeinige Hure. Halt die Klappe, Mord! Du wünschtest doch, du hättest Beine wie ich, du armseliger Wicht von einer Knochenschüssel. Ich kann gehen, rennen, tanzen. Was kannst du schon tun? Rumhüpfen und wünschen, dass du Beine hättest, ob sie nun die einer Ziege oder andere wären.
Die beiden setzen sich gegenseitig zu, tauschen stachelige, mörderische Beleidigungen aus und stoßen mit messerscharfen Zungen aneinander. Okay, da muss ich jetzt Props an Mord geben. Der hat nicht mal eine Zunge. Juhuhu! Warte, dass es aufhört. Schließlich hören sie mit ihrer Zankerei auf und eine unheimliche Stille senkt sich über sie, während sie sich gegenseitig hasserfüllt ansehen. Schließlich macht die Tieflingfrau Mord gegenüber eine unwillige, anerkennende Bemerkung. Du bist wirklich nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Besser als du vielleicht? Mord blinzelt mit den Augenbrauen an. Blinzelt sie mit den Augenbrauen an. Was für Augenbrauen? Hä? Hä? Halt die Klappe, Mord. Kimaxi verengt ihre Augen und sieht Mord an. Treib's bloß nicht zu weit, du Totenschädel. Neue Spottgeschütze, oh Mann. Werd ich nicht tun, Tiefling. Ich geb aber zu, dass ich vielleicht ein oder zwei Dinge gelernt habe. Guter Einfall, Meister. Klar, Mord. Okay, ich find's geil, wie die mit nur einem Wort jeweils ihren gegenseitigen Respekt bezollen. Kimasi wendet sich dir zu. Also, war das alles, was du wolltest? Ich verbringe nicht noch mehr Zeit in deiner Nähe, als ich unbedingt muss. Ich hätte noch ein paar Fragen. Die Tieflingfrau verdreht die Augen. Und was bringt dich auf die Idee, dass mich das etwas kümmert? Warum leckst du nicht meinen Hintern? Weil Grace mir gesagt hat, dass das nicht diese Art von Bordell ist. Meine Zunge ist nicht breit genug und ich habe nicht gern Haare in meinem Mund. Das ist das Beste, was mir einfällt? Oh, Scheiße. Tja. Du scheinst ja den Geschmack von Abfall in deinem Mund zu mögen, du mistatmender Idiot. Nur weil es so wäre, wie dich zu küssen, du räudiger Stinktopf. Ach du Scheiße! Das ist so trashig, das tut ja weh. Mich küssen? Sie macht ein würgendes Geräusch. Ich würde ja lieber eine Masse blutigen Schleims küssen, als dich mit meinen Lippen zu berühren. Nein, danke. Dank mir nicht, dank den Mächten, dass jemand dich tatsächlich küssen möchte. Kimaxi sieht so aus, als ob sie nicht weiß, was sie sagen soll. Ein Augenblick lang droht ein Lächeln, die massenschneidende Maske ihres Gesichts aufzubrechen. Von sowas? Ach du Scheiße! Also Mord hat die echt weich geklopft, das müssen wir ihm jetzt mal lassen. Doch dann wird sie noch mehr zum Basilisk als je zuvor. Also gut, was willst du von mir? Sie sieht verärgert aus. Gut, es ist in Ordnung, fragt. Ja. Wer bist du? Mein Name uninteressant. Aber ich kann mir deinen denken. Namen bepack raus hier, bevor ich dir Feuer unterm Arm. Scheiße. Ich wollte Arsch sagen und hab Hintern gelesen. Klasse. Oh Gott. Also, was machst du hier? Nix für dich, so viel ist sicher. Ich denke über den besten Weg nach, dir gleich zu sagen, dass du abhauen sollst. Du hörst mich nicht los, keine Sorge. Kannst du mir was über eine stumme Hure erzählen? Was, diese Echo-Braut? Weiß überhaupt nichts über sie. Ich spreche ja nicht mit dem Mädchen. Ich meine, wozu? Kann ja nicht antworten. Frag die frigide Dolora.
nach ihr. Ich meine, sie gesehen zu haben, wie sie Go mit einer alten Flamme von Echo gespielt hat, aus der Zeit, als Echo noch reden konnte. Okay. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand. Weißt du was über Ravel Rätsel schön? Was könnte ich schon über sie wissen? Sehe ich aus wie eine Gelehrte oder was? Geh und frag jemanden mehr Gelehrtes. Oder übers. Sie hat wahrscheinlich mindestens eine Geschichte über sie in ihrer riesigen Sammlung von Geschichten, die sie in ihrer Rübe mit sich rumträgt. Oh, und hock dich auf eine Lanze, wenn du schon dabei bist. Nee, heute nicht. Maybe next time. 10 Minuten haben wir noch. Oh, hier ist keiner. Und das ist leer. Kesai Seris. Tja, reden wir mal mit der. Diese erschreckend sinnliche Frau hat eine dicke Mähne, welliger, kohlrabenschwarze Haare, eine bläuliche Haut und purpurrot schimmernde Augen wie Rubine, hinter denen ein Feuer entzündet wurde. Sie ist zwar nicht schön im herkömmlichen Sinne, doch ihre Gesichtszüge sind exotisch und insgesamt nicht unattraktiv. Kohlrabenschwarze Haare. Da sind ja die Haare von Mord näher an kohlrabenschwarz. Und sag nicht mal welche. Johoho. Sei gegrüßt. Die Stimme der Frau ist tief und sinnlich. Und seid ihr ebenfalls gegrüßt, mein Herr. Ihre brennenden Augen streifen über dich. Ich bin Kesai Seris. Also sagt mir, was kann ich für euch tun? Alles! Schreit Mord. Tu alles, was du willst mit mir. Halt die Klappe, Mord. Kesai lacht herzlich, wobei sie Eckzähne zeigt, die lang genug sind, um Reißzähne genannt zu werden. Sie schüttelt ihren Kopf und lächelt Mord an. Aber jetzt im Ernst, bitte, was kann ich für euch tun? Tja, was tust du denn in der Regel so für Kunden? Reden natürlich, in der Regel über Träume, oft über solche exotischer Natur, aber nicht immer. Kesai blinzelt dir zu und lächelt. Also, würdest du mir gern deine erzählen? Sei nicht schüchtern. Ich habe schon alles gehört, weißt du. Mich kann nichts mehr schockieren oder überraschen. Und ich liebe es so, die Träume anderer zu hören. Wir können ja unsere Träume austauschen, wenn du magst. Aber du musst anfangen. Erinnert mich an eine gewisse Vettelbrut. Naja. Meine Träume sind vor kurzem überarbeitet worden, als ich euch gesehen habe, meine Dame. Ich habe eigentlich keine Träume. Nein, das möchte ich lieber nicht. Das würde ich gern tun, aber ich habe zu wenig Zeit. Ich glaube, ich mache mich interessanter, wenn ich keine Träume habe. Kesai sieht überrascht die Augenbrauen hoch. Wirklich? Wie traurig. Selbst Scheusale und Devas träumen, weißt du? Bist du sicher, dass du nicht träumst? Ganz sicher. Überhaupt keine Träume. Sehr seltsam. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Aber ich hätte da noch ein paar Fragen. Sag mal, was bist du, wenn ich mal so fragen darf? Kesai schüttelt den Kopf. Was, kannst du das nicht sehen? Sie richtet sich gerade auf und streckt dir ihren üppigen Busen entgegen. Eine Frau. Sie hebt eine Augenbraue.
Ich sehe schon. Meine Antwort gefällt dir nicht. Ich bin außerdem ein Planaria. Wie deine Freundin hier. Kisai zeigt auf Anna. Das ist alles, was du wissen musst. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Sicher, das Bordell zum Befriedigen intellektueller Lüste ist eigentlich eine Schule für Frauen, die daran denken, Sensaten zu werden. Meisterin Grace unterweist uns in der Kunst der Sprache, damit wir uns besser mit uns selbst und denen, die uns umgeben, identifizieren können. So können wir die Ebenen besser und vollständiger erfahren, weißt du? Erzähl mir über die Sensaten. Die Gesellschaft der Empfindung glaubt daran, dass das Multiversum nur durch Erfahrungen verstanden werden kann. Je mehr Erfahrungen man macht, desto näher kommt man dem Verständnis des Dunkels des Multiversums. Reizvoll, nicht wahr? Ich glaube, ich bin dazu geboren, eine zu sein. Ich will einfach alles Mögliche wissen. Wissen hat schon so manchen zerstört. Aber ihr Fokus nur auf Träume. Tja, es ist wieder Fokus auf Geschichten. Naja, was kannst du mir über die stumme Hure erzählen? Ja, das ist Echo. Sie ist wirklich süß, aber so still. Soweit ich weiß, hat sie einmal etwas gesagt, das eine große Tragödie zur Folge hatte. Und deshalb wird sie nie wieder sprechen. Kisai zuckt lächelnd die Achseln. Eine ganz interessante Geschichte, aber ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Frag Dolora, ich habe sie mit einem Ex-Geliebten von Echo reden sehen, aus der Zeit, als Echo noch gesprochen hat. Ja, das haben wir ja schon gehört. Aber ich find's immer nett, so verschiedene Blickwinkel auf Personen zu hören. Weißt du etwas über Ravel Rätselschön? Nein, nichts! Bist du sicher? Du wirkst plötzlich so verstört. Sie sieht dich mit schmalen Augen an. Natürlich bin ich sicher. Frag nicht mehr über sie. Okay. Wie viel Angst ein Name machen kann. Naja. Hui. Ein edler Raum. Aber das hier ist eine Bordellbesucherin. Tja. Das muss ich mir merken. Oder machen wir... Komm, zwei. Okay. Später. In einer späteren Folge, in einem späteren Zeitpunkt. Einer späteren Geschichte. Ja, komm, mach endlich die Tür auf. Echo! Ah! Na, wen haben wir denn da? Aber auch sie später, später. Nenni Neunauge. Ja. Ein anderer Zeitpunkt. Und damit Gruß, Zynas-Fan.